Willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Unglaublich, aber wahr. Weiß ich jetzt endlich, was es hier zu tun gilt. Und zwar ist Nummer 1 erstmal der Wischmob. Da kann man angeblich ranspringen. Jetzt spring da ran. Spring an den blöden Mob. Spring an den Mob. Oder irgendwie da rauf oder so. Auf jeden Fall geht das irgendwie, aber ich weiß noch nicht wie. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um das andere. So. Das hier ist ein Päckchen. Für die Eule. Und hier hinten sieht man auch diese orangenen Flecken. Und da, das kriegt jetzt die Eule. Yay. Geisterstats einsammeln freigestellt. Du hast einen roten Stein freigeschaltet. Geh zu Galops Eulenkauf in der Winkelgasse und... Kannst du dem die Perücke nicht aufsetzen? Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon probiert. Okay. Ich möchte trotzdem mal... Vielleicht kann ja jemand anderes. Hermine zum Beispiel. Spring mal, Hermine. Spring auf das Ding. Okay. Komm schon. Das muss doch irgendwie gehen. Ich weiß zwar nicht wie, aber man kann hier irgendwie... Also eigentlich kann man da irgendwie ranspringen. Und ich weiß nicht wie. Und dann, wenn man damit rumhüpfen kann, dann kann man einfach damit die Blumen hier kaputt machen. Also ohne Zaubern und so. So wie ich das hier mache. Ganz unprofessionell. Aber warum das nicht geht, weiß ich nicht. Tja, weiß nicht, ob man da irgendwie was Bestimmtes drücken muss. Ja, das klappt total gut. Deswegen machen wir die Blumen jetzt auch so kaputt. Und dann gehen wir zurück in Zaubertränke zu Professor Snape. In den Unterricht. Das wird prima. Total gut. Machen wir das mal. So, Leute, kommt. Lasst den Wischmob sein. Da lang oder da lang? Wo kommen wir denn her? Oh, da ist noch ein... Kommen wir denn... Ja, das ist alles verschlossen, da kommt man nicht hin. So, hier kommen wir her. Da wieder zurück. Leute, kommt. Soll es denn mal hingehen? Ich glaube, hier müssen wir nach links. Genau. Hermine folgt, führt euch den Weg. Da ist auch der Geist. Ah ja. Hier. Zaubertränke. Leute, Zaubertränke. Los geht's. Ja, okay. Merke, halte Y gedrückt, um verschiedene Zaubersprüche auszuwählen, benutze und so weiter. Das wissen wir ja. Jetzt sammeln wir mal erstmal Punkte fleißig ein. Machen alles kaputt, was zu kaputt machen geht. Gibt es wahrscheinlich unglaublich viel zu tun, ohne dass wir das sehen.
Ah, hier Wingardio. Sehr schön. Gut, Hermine, gut. Hermine macht's. Wir brauchen Krätze. So, lass mal da Krätze vorbei. Kannst du nicht... Genau. So, Harry. Harry hat irgendwas in die Hand genommen, was irgendwo hin soll. Ah, hier rein. Rein damit. Ja, wir sind im Unterricht Zaubertränke mit Professor Snape. Der ja eigentlich immer, schon immer eigentlich Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten wollte. Aber es nie dazu kam. Und deswegen unterrichtet er zumindest in diesem Jahr dann Zaubertränke. Was nicht einfach ist für Harry und die anderen. Weil Snape nicht gerade der beste Freund ist von Harry. Deswegen versucht er ihm natürlich möglichst das Leben schwer zu machen. Rein damit. Die Schlange machen wir auch kaputt. So, was sollen wir noch einsammeln? Ich glaube, wir sollen hier die Kette ziehen, was wir aber nicht können, ne? Weil wir so nicht stark genug sind, oder? Sind wir stark genug? Nö. Ach, hier oben ist ja auch noch ein Wappen. Vielleicht können wir die auch noch mal, die Slytherin-Wappen. Nö. Oh, ich habe Snape angezaubert. Das war nicht so eine tolle Idee. Hier sind Malfoy. Die sind immer gegen Harry. Das sind voll die Assis, Freunde. Die mobben sich immer gegenseitig. Hier. So, hier gibt es auch noch was zu tun. Ah, schön. Aha. Und hier haben wir das letzte Teil, irgendein Knochen, der da reingeworfen werden sollte. Machen wir das mal eben. Gut gemacht, Harry. Waren das jetzt alle drei? Voll gut. Oh, was kann Harry jetzt? Jetzt unbesiegbar. Macht Hermine in der Zeit? Ah, können wir doch noch die Wappen da welche holen? Ah, da ist noch was zu tun. Hermine macht alles kaputt. Müssen alle vielleicht davon trinken. Ach, jetzt sind die stärker und deswegen können wir dann ziehen, ne? Hermine! Du starke Maus! Stärketrank freigeschaltet. Cool! Goldene Steine. 12 von 200. Sehr schön. Super, oh oh. Snape ist sauer. Ja, wir müssen ja Punkte sammeln. Deswegen klopp ich hier alles kaputt, was geht. Ach, da sollen wir lang. Was ist dann da? Oh ja, Malfoy. Da geht's gar nicht lang. Gut, dann sind wir ja hier fertig mit dem, Kram. Stärketrank, können wir das jetzt... Vielleicht konnte Ronald noch mal einen nehmen. Du darfst auch noch mal einen Stärketrank zu dir nehmen. Yeah. Starker Ron. Kannst du jetzt auch noch mal? Nee, das kann man nicht mehr. Okay, wir sind total stark. Leider hält der Trank nicht so lange an, ne? Oh. Ja, das war's mit Krätze. Komm, wir gehen.
Wir sind durch hier. Da können wir wieder die Schlange rausholen. Nee, lass mal Krätze drinne. Ron, lass mal die Krätze drinne. So, wo fliegt der Geist hin? Wo soll es jetzt hingehen? Nach links? Nee, nach oben. Hier lang. Okay, dann gehen wir auch mal hier lang. Ich glaube, hier oben kann ich erst hin, wenn wir da oben sind. Dann können wir uns die Punkte da holen. Okay, der Geist geht hier lang. Hier sollen wir hin. Okay, dann machen wir das auch mal. Und ja nicht zu viel Zeit hier immer verbummeln. Ach, wir sollen jetzt sogar hier auf dem Schulhof oder was? Hier war... Oh, nein, hier soll ich gar nicht hin. Doch, soll ich. Hä? Jetzt war ich verwirrt, weil er hier lang gegangen ist. Ah, das ist dasselbe. Okay. Okay, dann sind wir jetzt auf dem Schulhof. Hier waren wir ja schon... Vielleicht geht das ja jetzt auch erst mit dem Mob. Weil wir jetzt erst hier hin sollen auf dem Schulhof. Vielleicht war ich zu früh hier. Vielleicht mit einem Stärketrank oder so? Nö. Hier mit ihrem Lumos-Zauber jetzt hier, das bringt's nicht. Nee, hat auch nicht geklappt. Keine Ahnung. Weiß nicht, was das sollte. Was sollen wir jetzt hier? Oder sollen wir da die Sachen ranmachen, die wir hier so rumliegen sehen? Diesen komischen Apfel oder was? Soll der Apfel da vielleicht ran? Nein, Hermine. Kirschenäpfel. Kirschenäpfel, was sollen wir denn damit? Gibt es hier noch irgendwo einen Ort, wo man das ranmachen kann? Nee, aber hier können wir Lumos-Zauber machen. Ah, okay. Yay, komm. Kommt, Leute. Lasst mal gut sein jetzt hier. Oh, hier können wir aber viele Punkte sammeln. Kannst du deinen Lumos-Zauber mal lassen jetzt? Oh nein, eine Schlingpflanze kommt. Helft ihm. Oh, da muss man voll aufpassen und so. Oh, das ist Professor Sprout, die wir hier sehen. Winkend, rechts von uns. Ja, jetzt muss wieder einer von denen helfen. Und er mit seiner Ratte immer. Das will ich gar nicht. Und die macht Unterricht, die Professor Sprout, für Pflanzenkunde. Deswegen auch all die Pflanzen hier. Wie zum Beispiel die Schlingpflanzen, die wir mit Licht vertreiben können. Da können wir aber nicht hin. Können wir noch was zerdeppern? Hier, ganz viele Punkte. Alles kaputt machen. Ron, es reicht jetzt mit deinem Zauber. Kannst du hier irgendwas mitnehmen? Nö. Okay, dann gehen wir. Kommt ihr. Ab in den Unterricht. Ah. Ja, was auch immer hier gerade passiert, passiert nicht in den Büchern und auch nicht in den Filmen. Eigentlich ist es ein ganz normaler Pflanzenkundeunterricht überall Raunen. Aber stattdessen müssen wir hier anscheinend große Hilfe leisten. Weiß man noch nicht wie, aber wir schaffen das schon. Auf die Teufelsschlinge, genau.
Okay, dann wollen wir mal. So. So, geh mal weg hier, damit wir da an die Punkte kommen. Sehr schön. Du kannst das mal reparieren hier. Mit deinem Wingardium Leviosa-Zauber. Nee, nicht zu Harry. Hier auf die Pflanze. Genau, damit wir da schön rankommen an die Punkte. Was lachen die denn da so blöd? Ja, hier gibt es ordentlich an Punkte was zu holen anscheinend. Weiß nicht, was mit Malfoy hier los ist. Die haben halt Blödsinn gemacht, ne? Malfoy und so, den ich gerade schon erzählt habe, die haben hier wieder Unsinn gemacht. Weiß nicht, was wir jetzt hier am besten machen können. Merkel hat ihn gedrückt. Mit verschiedenen Zaubersprüche, okay. Hermine? Okay, ich werde hier von dem Ding irgendwie merken, du kannst... Was? Kann noch mehr Punkte holen, das merke ich. Oh, hier gibt's noch... Warte, hier. Räum mal auf, du Schaufel. Ah. Ja, Harry. Wow. Voll der coole Typ. Oh, so ein Ding gebaut. Juhu! Okay. Der ist jetzt frei. Aber erstmal holen wir uns die Punkte. Alles, was hier so rumstöbert. Voll gut. So, der ist frei. Yeah, Lumos Solem. Freigeschaltet. Wuhu! Sehr schön. Damit hätten wir das auch geschafft. Und noch mehr Punkte natürlich. Nicht den Zauberschüler. Oh ja, was kann ich aber dafür, wenn die da auch immer so blöd stehen? Ich glaube, das ist Neville bestimmt, der hier steht. Nee, das ist Ron gewesen, den sie da... Okay. Oh. Geht ja los hier. Tja. Oh. Professor Sprout. So, und wir können dann hier auch, glaube ich, gehen. Oder? Nee, es gibt tatsächlich sogar noch mehr Punkte immer. Noch mehr Punkte und noch mehr Punkte, wo man auch hinguckt. Aber die Schlingpflanzen da oben gehen nicht. Nee, anscheinend kann ich da nichts mehr hören. Gut, dann gehen wir. Geh weg, du Pflanze. Oh, Punkte. Noch mehr Punkte, noch mehr Punkte. Schön. So soll's sein. Dann sind wir ja hier erfolgreich durchgekommen, wie es scheint. Und jetzt sollen wir dahin gehen. Oh, jetzt gibt's Quidditch. Das Hogwarts-Sport. Der Hogwarts-Sport schlechthin. Huh?
Ja, um Quidditch, dem Besenflugsport von oder aus der Harry Potter Welt, darum kümmern wir uns das nächste Mal. Erkläre ich dann. Bis dann!